Heute, was geht ab, Leute, Junge? Bei einem Flunky for Raid muss ich mitnehmen, weil ich noch 2 Tage Straight Pass habe und einer muss weg. Ja, und dann warten wir erstmal, bis die Leute hier vorbeigegangen sind. So, und dann wollte ich da einfach nur ein paar Arenen platt machen. Mit den neuen Despoter. Doppelgestein, Katapult, Steinkante. Mal schauen, wie die so in der Praxis reinhauen. Sind natürlich noch nicht alle auf Max, beziehungsweise gar keiner, nur so wild entwickelt. Dann checkt nochmal das C-Day Video ab und schreibt natürlich rein, wie der C-Day bei euch so lief. So, und jetzt hoffen wir natürlich auf ein shiny 100er Flunkiefer. Und go! Ich habe mich nicht irgendwie bekleckert. Hab gerade Mittag, natürlich war ich beim Penny. So. Was kann der? Ice Grip. Ice Grip zieht echt wenig ab. Macht es nicht ganz im Alleingang. Rodon vielleicht hätte es im Alleingang geschafft oder keine Ahnung, Entei Lavados. Jetzt kommt der Rodon. Erledigt mal hier schnell den Rest. Allein die Fast Attack zieht schon echt viel ab. So, das war's. Nein, kein 100er und kein Sonderbonbon, schade. Wenigstens habe ich die Quest erfüllt und dadurch ein Sonderbonbon bekommen. Und shiny dafür, ich dachte es wäre shiny, ich habe es aber nicht ganz erkannt, weil wegen der Reflektierung hier. Aber dann kamen die Funken, also shiny ist es geworden. Ah, leider kein 100er. Das ist mein 2. Shiny übrigens. Muss mal schauen, welcher von beiden besser ist. Der hier oder mein 1. Cool, Shiny Flunkiefer. Ich meine, irgendwann hat man natürlich mal genug, aber noch nicht. So, IV-Check. Welcher ist besser von mir? Really strong. Ah, der ist glaube ich viel, viel schlechter als der, den ich bereits habe. Moment mal. So, Mauer. 8,25 hier. Und 98 habe ich schon, aber leider kein 100er Shiny. Aber war knapp dran. Ein Shiny. Cool. So, ein kleiner Sprung. Das mit dem Flunkiefer Raid war vor ein paar Tagen. Wollte ich euch zeigen, aber dann kamen die ganzen krassen Neuigkeiten über das Tauschsystem und die Freundesliste und so. Also, Shiny Flunkiefer gefangen. Und jetzt kommen wieder Neuigkeiten. Und zwar, C-Day wurde angekündigt. Nichts Überraschendes, Shiggy. Bevor ich euch das zeige, haben wir hier 2 Lapras Quests. Heute zufällig entdeckt. Schnell abholen und auf der erste Quest des Tages. 1080, leider nicht. 2. Versuch, beziehungsweise wir haben sogar noch einen Versuch, aber Moment, erstmal den hier. Vielleicht brauchen wir nicht noch einen. Ah, 1093, nein. Und zwar ganz zufällig auf dem Weg hierher hat einer in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass dieser Stop hier auch eine Lapras-Quest hat. Kommt mir gut gelegen, weil ich musste genau hierher.
kurz was abholen. Ah, ihr könnt eh nicht sehen, wo ich bin. Egal. Das ist so ein Kamerateil, muss ich abholen für Studio. Aber schauen wir uns mal die Neuigkeiten an. News. Und wer das neue Update bereits hat, der kann hier auch bei News sehen. Die sind jetzt so eingeteilt. Für persönliche Notifications, Arenen und so. Ich habe erst 36 Münzen, ich brauche noch 14. Toll. Und hier News. C-Day, Shigi. Was sehr überraschend ist, also nicht überraschend, aber merkwürdig. Der ist bereits eine Woche nach Dortmund am 8. Juli. Also der hat mal am Ende des Monats angefangen, der C-Day. Und jetzt ist es einfach so erste, zweite Woche vom Monat. Shigi ist das Pokémon, war erwartet. Natürlich muss er kommen. Dann der Bonus ist ein Viertelkilometer für die Eier, was ziemlich krass ist. 2 Kilometer sind dann 500 Meter. 10er sind dann 2,5. Das haut schon rein. Und stellt euch mal vor, die haut ihr dann in den Superinkubator. Ihr da durch die Eier durchrattern könnt. Lohnt sich natürlich nur, wenn irgendwie Doppelstaub, Doppelbonbon oder so ist. Plus irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche krassen Spawns auf 10ern oder sowas. Aber durch das Event habe ich jetzt eine Menge Inkubatoren am Start. Ich bin bereit, da ein paar Sachen durchzurattern. Attacke ist, wurde hier noch nicht bekannt gegeben, wird ja immer später erst bekannt gegeben, aber wurde schon geleakt, wurde schon im Code entdeckt. Name fällt mir gerade nicht ein, aber wir wissen, selbst mit der neuen Attacke kann Turtok leider nicht allzu viel. Er hat einfach zu viel Konkurrenz, es gibt einfach zu viele Wasser-Pokémon. Glurak konnte dadurch nach oben steigen, Bisaflor auch, beziehungsweise Bisaflor war bereits an der Spitze, aber dadurch noch klasse. Aber was in Sachen Wasser gibt es einfach viel zu viel Konkurrenz. Kyogre ist einfach immer noch zu heftig. Selbst Aquana und Gyarados. Ich habe an Blitzer gedacht, weil Blitzer krasser Konter gegen Gyarados ist. Aber selbst Aquana und Gyarados sind dann immer noch besser. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist er dann besser als Gyarados oder Aquana. Aber auf jeden Fall ist er nicht besser als Kyogre und darauf kommt es an. Ja, mal schauen, was noch so abgehen wird. Ich hole mir jetzt noch die Quest. Ich hole mir jetzt noch das Ersatzteil für die Kamera. Und das Wasser-Event ist eigentlich auch morgen vorbei. Sprich, wahrscheinlich ein neues Event wird angekündigt. Und ein neues Legendäres. Mal schauen, was da kommen wird. Vielleicht Godon, vielleicht einer der Regis. Und der Helikopter stört mich. Aber ich hoffe, ihr habt mich trotzdem gehört. Das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr den Shigi C-Day findet. Wie ihr den Bonus findet. Und Shiny Shigi. Sieht der geil aus, sieht der nicht geil aus? Wie gesagt, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.